Ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen zur Informationssicherheit. Heute wollen wir nun endlich starten, mit Kryptosystemen und uns Kryptoanalyse anzusehen. Wir sind immer noch in dem Bereich der Werkzeuge, aber jetzt nicht mehr vorbereitet mit den Themen der Zahlentheorie, Komplexitätstheorie, Informationstheorie befasst, sondern jetzt geht es los mit Verschlüsselung. Wozu ist Verschlüsselung da? Wozu ist Kryptographie da? Naja, zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und um Ermittlung von Nachrichten. Das ist jedem bekannt und so wird standardgemäß immer Kryptographie gesehen. Da nimmt man ein Verschlüsselungsverfahren und macht eine Nachricht unlesbar für Dritte. Obwohl im Laufe der Zeit ganz viele verschiedene Verschlüsselungsverfahren erdacht wurden, ist es aufgrund des ungeheuren Kommunikationsumfanges und der Kommunikationsvorgänge relativ wenige Verschlüsselungsverfahren bekannt. Also man hat gar nicht so furchtbar viele Ideen, wie man das durcheinander werfen kann. Und deswegen hat sich sehr stark etabliert, dass man diese Verfahren, die man hat, parametrisiert. Also mit Hilfe eines Parameters, wir nennen ihn Schlüssel, einstellt, dass man immer das gleiche Verfahren verwenden kann, aber mit einem anderen Parameter, mit einem anderen Verschlüsselungsschlüssel und kann dann jedes Mal praktisch diesen Verschlüsselungsvorgang durchsetzen. Also das ist der Ausweg, dass man sogenannte Kryptosysteme benutzt. Das sind also Verschlüsselungsverfahren, die sich über einen zusätzlichen Parameter, der typischerweise geheim bleiben muss, den wir im Kontext der Verschlüsselungstheorie Schlüssel nennen, zum Beispiel ein Passwort, zum Beispiel Geheimnummer, ein Schlüssel, parametrisieren und damit voneinander unterscheiden lässt. Wenn man also ein Verfahren hat und eine Milliarde Schlüssel, hat man de facto eine Milliarde Verfahren. Das ist die Idee. Und diese Idee, die wird umgesetzt, jetzt mithilfe verschiedener Kryptosysteme. Grundsätzlich sieht ein Kryptosystem folgendermaßen aus. Wir haben hier einen unverschlüsselten Text. Den unverschlüsselten Text, den geben wir ein in ein Verschlüsselungsverfahren. In ein Verschlüsselungsverfahren. Dieses Verschlüsselungsverfahren wird gesteuert von einem Schlüssel, von einem Parameter. Und was herauskommt, ist dann der verschlüsselte Text. Dieser verschlüsselte Text, der sieht also vollkommen inhaltslos aus, dass das wie zufällig aneinandergereihte Buchstaben. Diesen Weg, das von dem unverschlüsselten Klartext, das ist auch hier Klartext, das ist hier die Chiffre, Chiffretext, dieser unverschlüsselte Weg, diese Verwandlung in den verschlüsselten Text, das ist die Verschlüsselung, die Encryption. Die Rückverwandlung des verschlüsselten Textes in den unverschlüsselten Text, das ist die Decryption. Also wir haben diese Funktion, Verschlüsselungsfunktion, typischerweise mit E abkürzen, Encryption, und die Entschlüsselung mit D. Also das ist das Schema, das Standardschema eines Kryptosystems. Jetzt unterscheiden die sich durch Verwendung verschiedener Verfahren, verschiedener Wege, wie mit den Schlüsseln umgegangen wird, aber das Prinzip ansonsten ist immer das Gleiche. Was sind jetzt gute Kryptosysteme? Also was ist da für die Verschlüsselung brauchbar? Also zunächst mal muss es praktisch sich anwenden lassen. Wenn die Systeme so schwierig sind und so lange brauchen, umgesetzt zu werden, dann sind sie für den praktischen Einsatz, also Verschlüsselung von Nachrichten in der Kommunikation, nicht geeignet. Es muss so sein, dass wenn ich diesen Schlüssel kenne, also wenn ich rechtmäßiger Teilnehmer dieser Kommunikation bin, dann soll das Verfahren einfach sein. Wenn ich den Schlüssel nicht kenne, das ist jetzt ein Thema der Sicherheit, dann soll es wieder ganz schwer sein. Also ohne Kenntnis des Schlüssels soll die Entschlüsselung ganz schwer sein. Eigentlich sogar unmöglich sein. Selbst wenn man das Verfahren kennt, was verwendet wurde. Diese Offenheit des Verfahrens, das hat man bei der Einführung schon gesprochen, Kerckhoffs Prinzip,
Das soll sicherstellen, dass die ganze Community guckt, ist das Verfahren sicher. Die eigentliche Schwierigkeit für den, der nicht dazugehört, ist die Verwendung des Schlüssels. Also das ganze Geheimnis wird auf den Schlüssel konzentriert. Das Verfahren kann öffentlich bekannt sein. Das setzt natürlich gewisse Anforderungen dann an die Schlüssel, die wir dann im Einzelnen auch besprechen. Das heißt, die Sicherheit guter Verschlüsselungsverfahren hängt nicht ab, dass jemand das Verfahren kennt. Also das sind immer Sachen, die sehr schnell entdeckt wurden und entschlüsselt wurden und gehackt wurden, wenn jemand versucht hat, ein Verfahren geheim zu halten, um dadurch Verschlüsselung zu erzeugen. Sondern die Sicherheit soll abhängen von dem verwendeten Schlüssel. Diese offenen Verschlüsselungsverfahren, das ist die Idee dahinter, Kerckhoffschen Prinzip, die können eben von allen Spezialisten der Welt untersucht werden, auf ihre Sicherheit, auf ihre Frage, wie man sie knacken kann. Und in dem Sinne, wenn die weltweite Community nichts findet, ist das ein gutes Zeichen, dass das Verfahren in Ordnung ist. Und dann liegt es jetzt am Ende an der Sicherheit der Schlüssel.